Jan Sommer, der Goalie des mehrfachen Schweizer Meisters FC Basel, engagiert sich für die Epilepsie-Liga. Er hat Matthias Frey, Schreiner und Hobbyfußballer, zum Training eingeladen. Matthias Frey ist 20-jährig und hat Epilepsie. Was ist das Besondere an diesem Moment? Ja, dass er da steht jetzt vor mir, dass ich ihn so nahe gesehen habe. Und ja, man hat selten so eine Chance, Jan Sommer zu sehen. Ja, mal schauen, ob er viel einlässt oder ob er keinen einlässt. Was weiß Jan Sommer über Epilepsie? Ich habe gerade heute den Matthias kennengelernt. Das ist jetzt die erste Person, die ich persönlich kenne, die mit dieser Krankheit lebt. Tipptopp, gehen wir auf den Ball. Gut, machen wir. Los. Bei einem epileptischen Anfall kommt es zu einer vorübergehenden Funktionsstörung des Gehirns. Es gibt zahlreiche Formen epileptischer Anfälle. Etwa 2/3 der Patienten können dank Medikamenten ein nahezu beschwerdefreies Leben führen. Bei ungefähr 1/3 bleibt die Epilepsie aber schwer behandelbar. Deshalb hofft Jan Sommer, dass die Forschung vorankommt, dass die Liga ja, bald einmal auch für das 1/3 eine Lösung hat, dass man die kann behandeln kann und dass man die ja, so weit bringt, dass sie im normalen Alltag gut leben können mit dieser Krankheit. Und das finde ich sehr wichtig und darum ist auch die Epilepsie-Liga Schweiz natürlich sehr wichtig. Die Epilepsie-Liga fördert die Forschung, hilft und informiert. Sie sorgt dafür, dass die Forschungsergebnisse rasch in die Praxis umgesetzt werden und die Patienten davon profitieren. Wie fühlt sich Matthias im Training mit seinem sportlichen Vorbild? Ist super. Also, es könnte besser sein. Vor allem sieht man mal wirklich, wenn er richtig gut heben kann. Also nicht nur irgendwie das Fernsehen, sondern man sieht es wirklich live, dass er ein spitze Goal ist. Ich denke so, er hat es so gut den Nazi gebraucht. Weiß Jan Sommer, wie man sich als Zeuge eines Anfalls verhält? Ich glaube, es ist wichtig, dass man selber ruhig bleibt, dass man bei dieser Person bleibt, dass man sie, wenn sie in einer Gefahrenzone ist, aus der Gefahrenzone nimmt. Dass man bei der Person bleibt, dass man wartet, bis sie wieder ansprechbar ist. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, selber einfach ruhig bleiben, nicht in Panik geraten. Machst du ihn rein? Sicher gar nicht rein. Schauen wir gerade mal. Ich habe früher mal als kleiner Bub, als ich selber mal eine Krankheit hatte, im Spital eine Erfahrung gemacht mit einem Mädchen, das epilepsiekrank war. Und die Erfahrung ist mir ja, bis heute geblieben und ich habe die nicht vergessen. Und das ist schon auch ein einschneidendes Erlebnis für mich. Und 15.000 Kinder in der Schweiz haben Epilepsie. Insgesamt etwa 70.000 Personen. Ciao, hallo. Das ist der Marco Walter als Assistent. Freut mich. Darf ich mitmachen ein bisschen? Ja. Gut. Sind aber viel da. Ja. Viel, gell? Jetzt ist es Zeit für die Begegnung mit den Stars. Ciao, Matthias. Schön im Training. Ja. Tanzen die Beat. Ja, muss sogar. Okay, Jungs, kommst gleich zu mir. Okay, dann gehen wir, kennen es schnell, langsam, aber schneller. Ich habe mich eigentlich riesig gefreut, dass ich derjenige war, der ausgewählt wurde von so einer Mannschaft zum Trainieren. Ich muss sagen, für mich ist es Weltklasse. Und also, ja, ich finde es einfach hammermäßig, da zu sein.